So, herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky. Es sind schon wieder einige Tage vergangen seit der letzten Aufnahme und ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren und was wir vorhatten. Oh, haben wir noch was zum Aufladen? Oh ja. Wo ist denn unser Schiff? Oh Gott, da hinten. Oh ja. Gehen wir mal hin, ne? Auf dem Weg machen. Na gut, aber der Planet hat mir schon mal sehr gut gefallen, besonders die eine Höhle. Oh, klasse. Hallo, Kollege. Na, wie geht's? Oh, hallo, Tamium. Ah. Der sieht doch nice aus. Wäre schöner, wenn mehr Areale betretbar wären. Genau wie in der Station. Das würde mich noch echt freuen. Ich weiß noch nicht, ob wir das jemals zu Gesicht bekommen werden. Ich hoffe, aber ich irgendwie glaube ich da nicht dran. Naja. Ach, Kreuzer gehen. Okay, ich dachte gerade, oh geil, noch Metamium. Nein, das ist blau und sieht anders aus. Ist leicht zu wechseln. Andere Farbe, andere Form. Ah. Tut mir leid. Oh. Achso, ich dachte, hier geht's so weiter runter. Gut, ich dachte, wir fallen. Nö, okay. Du mich auch. Oh, ist der klein. Ist der klein. Ja, das ist ein Splitter von dem Bomben-Ding, was wir eben, von der Granate, die wir geschossen haben. Naja. Ja, wir wollen hochladen, den haben wir ja noch gar nicht. Haben wir noch nicht? Hören können, das haben wir schon. Na gut. Oh, Platin. Tamium. Mein alter Freund. Okay, Schiff ist schon da. Ich wollte gerade noch mal eine Schildplatte herstellen, also. Zack. Aha, bin zu schnell. Oh. Nachtkristall, Energiekanister. Mal speichern. Sehr schön. Ich finde, das haben wir mit Babu hier gemacht. Okay, der ist noch voll. Ja, ein Schildsplitter haben wir hier noch. Mordit. Oh, die können wir aber rüberpacken. Die haben wir ja schon mehrere von, ne? Drei, ja. Sehr schön. Ja, hatten wir die nicht auch schon rübergepackt? Ach, das habe ich vorm Speichern, glaube ich, noch gemacht. Ach, ich weiß es auch nicht. So. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ich glaube hier... Oh Gott, nee, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal sagen, ich glaube, sondern... Ich weiß es einfach nicht. Ob wir hier schon uns die anderen Planeten angeguckt haben.
Gravidium. Was wird hilfreich für uns? Sind hier nur. Dahinter sind noch welche, ne? Okay, dann gehe ich mal in die Richtung. Unentdeckt. Unentdeckt. Jo, jetzt macht man nicht so Lärm hier, ne? Iridium, Iridium, Iridium. Bin ich da schon rüber geflogen? Es kommt mir so vor, als wären wir hier schon gewesen. Oh oh, oh oh, okay. Ich möchte nicht sterben. Vier Planeten unentdeckt. In Blau und los. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ist das der gleiche, den wir haben? Lacht entdeckt. Sind das Gegner? Oh ja, oh ja, oh shit. Oh, ich glaube, der ist tot. Nice. Okay, vielleicht kriegen wir irgendeine Belohnung außer. Oh, what the fuck? Was? Sind wir gerade durch? Was? Ja. Ich glaube, wir sind gerade durchgesprungen. Macht ja nichts. Macht ja nichts, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ishimatogo Noshei. Da hoch. Sehr schön. Okay. Na, was gibt's hier? Hallo! Captain Smanojovic. Nein, kein Avisa. Smanovjark. Vielen Dank, mein Freund. Das weiß ich zu schätzen. Kann ich dir eine Belohnung anbieten? Du hast Vorräte erhalten. Mal gucken, was kriegen wir denn? Echt? Oh ja, Antimaterie, das ist natürlich nett. Ja, okay. Ist es nicht, also vom Modell ist es nicht ein ziemlich ähnlicher wie einer, den wir haben? Oder wie der, den wir haben? Ich guck mal. €21 Millionen. Der sieht aus wie ein Sternzerstörer. Also noch mehr als der, oder? Naja, auch beide so ein bisschen. So ein Mittelding zwischen beiden. Auch cool. Ist größer und ist gar nicht mal so teuer. Und wir haben es bis. Ah, nehmen wir. Wir haben bisher vorher noch nicht wirklich viel genutzt hiervon. Was ich aber mal machen könnte, oder? Das Ding ist, von hier können wir auch nicht wirklich verkaufen. Außer wir bauen hier eine Basis rein. Aber das finde ich auch nicht sinnvoll. Ah. Oh, oh, oh. Bevor ich runterspringe, erstmal Jetpack aufladen. Gibt es irgendwelche hübschen Schiffe? Nein. Okay.
So, zurück zum Schiff. Sahi. Rois. Rois. Guck mal, wir müssten. Ach, so ein Dings bemannen. Oder hier rein in den Turm. Muss doch alles begehbar sein. Was haben wir da noch? Der ist ja, der sieht voll klein aus. Der hat, also zwei Eingänge nur? Ne, hat drei. Okay. Ja, okay. Also. Hier sieht interessant aus. Oh, hier sieht es so interessant aus. Ich hoffe, das sind Tropen. Tropisches Klima oder so. Viel zu spät. Oh nein, das sieht giftig aus oder so. Also von dem Nebel her. Aber es gibt Palmen. Ja. Können hier gerne mal landen. Hier gibt es hier nämlich auch Tiere. Aha, wir gehen da mal hin. Wenn es eine Absprungkapsel ist, landen wir da. Okay, sehe ich nicht. Also fliege ich ein Stück weiter. Also die Tatsache, dass es hier Gebäude gibt, ist doch schon mal nicht so schlecht. 7, 6, 5, ja, noch nicht. Falls, wenn wir jetzt noch was anderes finden, fliegen wir dahin, sonst landen wir hier. Okay. Und runter! Oh, die Farben gefallen mir. Und zwar das dieses... feucht kalt, alltäglich gewöhnlich. Oh, wütende Wächter. Kann man die nicht ausstellen? Die machen echt alles kaputt. So, Plutonium, Thermium, Platin. Nickel. Okay. Irgendwas Thermium. Mhm. Ihr seht also alle gleich aus. Okay. Ab. Dein ein Ding. Ach so. Den Kopf habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber den Körper glaube ich, ich weiß es nicht. Egal. Oh, noch ein Tier. Welches mein Interesse gerade geweckt hat, das Blätter auf dem Rücken. Ist das ätlich, rational, unberechenbar, Fleischfresser. Yeah, ein Feind. Okay, haben wir schon 1 Milliarde Mal. Zack. Oh ja, sieht doch aus wie ein Raubtier. Von unten sammeln, okay. Ein Hirschraptor. Mit Federkleid. Wie viele Tiere gibt es hier? Ein Viertel haben wir schon. Okay. Wächter ist uns gerade nicht hinterher, das ist gut. Ohne Scheiß, wo gibt es denn Planeten, die nicht so krass lebensfeindlich sind oder keine Kälte oder so haben, aber keine extremen Wächter haben? Was ist denn das?
Also wirklich die besten, die wir bisher gefunden haben. Vom Aussehen her und von vom Klima kommt im Ganzen, auch nachts, waren bisher die am besten mit den wütenden Wächtern. Das geht doch nicht. So. Oh, wir können mal unseren Frachter rufen. Mal gucken, wie er aussieht. Nice. Oh, Plutonium. Die sehen alle gleich aus. Was ist das? Ach komm. Ihr könnt mich mal. Wo seid ihr? Nice. Nur einer. Oh, hier. Plutonium. Oh, schießen, schießen, schießen. Nö, keine Chance, Junge, keine Chance. Ich kann doch eigentlich den auseinanderbauen jetzt wieder. So. Zink. Zink gefällt mir gut. Zink gefällt mir sehr gut. Platin, 1 Milliarde Stück. Au. Ich gehe sehr sorgsam mit meiner HP um. Weil wir hier Wächter haben, die uns angreifen können natürlich. Wir sollen uns den ja auch nicht zu schwer machen, uns zu besiegen. So, Wasser. Oh, das ist gutes Wasser. Das ist gutes Wasser. Blaugrün. Wunderschön. So, gibt's hier Tierchen? Sieht nicht so aus, ne? Hier muss doch Wassertiere, also es muss doch Wassertiere hier geben. Aha. Also doch. Oh, die Wächter. Oh, Plutonium. Die Farben gefallen mir eigentlich ganz gut hier. Ich überlege gerade. Oh nein. Flackern. Es gab mal einen Mod, der das behebt. Aber mit der neuen Version, besonders 1.13, ist das nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder einen neuen gibt, aber. Es war nicht mehr möglich, das zu fixen dann. So, irgendwas Fliegendes? Nö. Okay, ja, und die haben wir schon. Genau, diese Schwarmtiere müssen wir unbedingt auch haben oben an Land. Wenn die zusammenlaufen, das ist doch viel schöner. Teilweise, wenn es wirklich Rudeltiere sind. Halt Beutetiere, bei denen Sinn macht, dass sie im Rudel laufen. Plutonium, Plutonium haben wir alles hier. Was ist hier denn los? Boah. Alter, was ist unangenehm? Mal wieder.
Ich kann natürlich auch so laufen, so ist noch schöner. Angenehmer. Naja.